Servus Freunde, hier ist der Martin. Ihr wisst, ich bin seit 17 Tagen Flatrate-Kunde bei Chooser und meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe und was es in der App auch Neues gibt, das erfahrt ihr hier im Video. Ja, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Also, die Anmeldung, die hat ja ganz gut geklappt. Ihr habt das ja vielleicht auf einem anderen Video schon gesehen. Einfach anmelden, klack, klack. Flutscht einfach so durch, wunderbar. Dann mein erstes Laden, habt ihr auch im alten Video gesehen. Zwischendurch habe ich jetzt natürlich sehr oft geladen. Ich war an verschiedenen Ladesäulen und habe da jetzt auch so eine Art Routine entwickelt. Ich habe so einen Handyhalter im Handy, da ist das Handy drin. Handyhalter im Auto und da ist das Handy drin. Und wenn ich an meine Stammladesäule fahre und die ist ganz frei, da weiß ich auch schon auswendig, welche Nummer es ist. Links ist 1, rechts ist 2 und da muss man einfach die Taste bei Chooser entsprechend lange drücken. Lange heißt eine Sekunde oder zwei. Und dann stecke ich das Handy gemütlich ein, dann kann ich aussteigen, stecke es in die Säule, stecke es ins Auto, schließe ab, gehe, das läuft. Ja? Also das ist wirklich super. Es war aber auch schon eine Säule, da musste ich ein bisschen gucken, wo denn jetzt der richtige Anschluss ist. Ich habe da keine Nummer gefunden, habe dann einfach eingewählt, es war der falsche. Also da habe ich ein bisschen rumgemacht, ist aber dann natürlich auch gelaufen. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Das ging dann auch. Und jetzt habe ich an anderen Säulen auch, ich war blind, ich habe immer drauf geguckt, auch so einen Aufkleber gesehen, da ist so ein Barcode. Unten rechts ist so ein Kreis, da steht auch nochmal die Nummer drin, glaube ich. Also man muss da einfach ein bisschen schauen, aber bei seinen Stammsäulen, da weiß man das ganz schnell auch auswendig. Ich mache es dann auch immer so, dass wenn ich zum Auto laufe und sehe das Auto, dann schiebe ich den Slider mit der App, dass es schon mal ausgeht. Und bis ich dann am Auto bin, kurz davor, noch ein paar Mal öffnen drücken mit der Fernbedienung und dann kann ich es auch einfach alles rausstecken, reinlegen, dieses Kabel ins Auto und weiterfahren. Ja? Also das hat alles gut funktioniert. Ich habe auch zwischendurch mal über 3 Stunden geladen. Ja, es ist nichts Besonderes, aber bei uns bei den Stadtwerken Weinheim, da ist nach 3 Stunden eigentlich eine Strafgebühr oder wie man so nennen möchte. Und aber 3 Stunden reichen beim ID.3 jetzt nicht, wenn er doch dann mal recht leer ist. Das heißt, hier war ich dann mal 3.10, 3.14 oder sowas, um da die 80% auch voll zu machen. Und es ist wirklich eine Erleichterung. Genau wie alles andere eigentlich auch. Also das Handling ist gut. Wie es bedienen, habe ich dir erklärt. Aber was auch cool ist, ist es, was es psychologisch, was es mit dir macht. Durch das, dass du eigentlich immer das Gefühl hast, dass genug Strom da ist, und egal ob es heute oder morgen oder wie auch immer lädst, machst du dir gar keinen Stress mehr mit dem Laden eigentlich. Ja? Du fährst halt hin und lädst, aber du guckst nicht mehr, ob irgendwo eine kostenlose Säule ist oder wo du einkaufst, wo du vielleicht was kostenlos laden kannst. Das ist alles weit in den Hintergrund getreten. Ja? Auch welche Ladesäule. Wir haben in Weinheim verschiedene AC-Säulen. Manche haben mehr gekostet wie die anderen. Also 3, 4 Preise haben wir hier gleichzeitig. Das ist jetzt auch egal. Ja? Wenn ich jetzt irgendwo am See spazieren gehe, da war es immer ein bisschen teurer. Da lade ich jetzt einfach auch die halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo ich spazieren gehe, nehme ich einfach mit. Vorher habe ich gedacht, ach nee, da spare ich mir die paar Cent und lade bei der anderen Säule. Letztendlich stand das Auto dann dort und wurde nicht geladen, wo ich dann woanders vielleicht wieder ein bisschen Zeit verplempert habe, sei es mit dem Hinbringen und Abbringen, um es zu laden. Also durch das, dass man jetzt überall immer so ein bisschen lädt, dauert es einfach sehr lange, bis das Auto, ich sag mal, unter 40% oder unter 30% ist, wo man es dann wirklich bewusst wieder mal abstellen will zum Laden. Also psychologisch super gut. Auch meiner Frau gefällt die App gut mit der Bedienung. Das klappt alles gut. Auch die Belegung, wo man sieht, was ist frei, was ist nicht frei, das funktioniert auch hervorragend. So, und in der App gibt es auch was Neues. Ich schalte einfach mal um, damit wir uns das live hier direkt anschauen können. Ja, in der Chooser-App habe ich 2 Neuigkeiten entdeckt. Ich hoffe, dass es auch wirklich Neuigkeiten sind und nicht irgendwie Sachen, die es schon lange gibt. Und ich habe hier Android. Ich glaube, beim iPhone gibt es das schon länger. Das erste, was ich gefunden habe, das ist aber, glaube ich, auch wirklich neu. Nee, das ist auch neu, ist eine Ladehistorie. Wenn ich oben links auf das Menüsymbol gehe, dann habe ich hier unten Ladevorgänge.
Und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich hier einfach meine Ladevorgänge, die ich hatte. Ich kann hier die Abrechnungszeit anklicken oder alle anknicken. Ja? Und angegeben wird, wo ich geladen habe, wie viel ich geladen habe und vor wie viel Stunden oder wenn es über einen Tag ist, vor wie vielen Tagen das war. Das ist eine praktische Sache für viele. Viele haben ja unter die Kommentare geschrieben, dass sie nicht wissen, wie viel sie geladen haben oder dass sie das ausrechnen müssen wegen dem Fair Use. Und mit so einer Tabelle ist es natürlich auch schon ein bisschen einfacher. Ich brauche das nicht. Ich lade ja meine Daten automatisch an Tronity hoch und kann mir das dort immer anschauen. Wenn ich so eine Ladung anklicke, dann passiert nichts, da komme ich nichts weiter. Also hier sinnvolle Neuerung, wie ich meine, beziehungsweise für viele eine sinnvolle Neuerung. Ich finde es ganz gut. So, und dann habe ich hier was Neues unter Einstellungen. Auch gleich mal reingehen. Und ich habe hier Smart Filter. Ich habe die ausgeschaltet jetzt wieder. Wenn ich die einschalte, dann seht ihr, dass ich Typ CCS deaktiviert habe und einfach mit ein bisschen länger drücken auf die Taste, kann man es aktivieren oder deaktivieren. Das geht hier sehr gut und hängt einfach damit zusammen, dass ich ja die Flatrate Business habe, die nur für AC ist und so müssten mir eigentlich die CCS sollen alle ausgeblendet sein. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber wird schon Sinn machen, dass das so geht. Also Filterfunktion finde ich prima, könnten noch mehr sein, glaube ich, aber das ist ja schon mal ja, für meine Art der Flat genau richtig. So, ihr habt es gesehen in der App, ne? Also auch da tut sich was, wird weiterentwickelt. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Wenn es euch interessiert, was da noch so alles passiert, dann einfach auch den Kanal abonnieren. Eins muss ich noch hinterher schieben, habe ich vorhin vergessen. Ich komme nicht nur zurecht mit AC. Ich war auch schon auf Langstrecke, ja. Da braucht man logischerweise dann auch DC. Und ich kam mal abends heim. Aber da war es auch schon spät, also für meine Verhältnisse spät. Und da hatte ich einfach auch keine Lust mehr, das Auto irgendwo abzustellen und es dann wieder später zu holen. Und am nächsten Tag musste ich morgens auch gleich wieder weg. Das heißt, da habe ich abends da noch ein bisschen DC reingefüllt. Also ganz mit der Flatrate komme ich noch nicht zurecht, aber ich habe ja auch nur die AC-Flatrate. Ich berichte so Sachen auch auf meinem Instagram-Kanal. Könnt ihr ab und zu mal reinschauen. Bis dann. Ciao, ciao.